Geht gleich los in 2 Sekunden. Ich spiele in der ersten Runde gegen. Ihr seht, ich habe 2-7-10, ne? Christian Robledo. FM Christian Robledo aus Argentinien, immer gefährlich. Micha, danke für den Sub. C5. Läufer E2. Ich mache übrigens Kurs. Ich arbeite gerade an einem Kurs für meinen Läufer E2 Sizilianer. Wird irgendwann vor Weihnachten rauskommen. Ich plane halt. Ja, das Endspiel jetzt hier. Boah, lauter Subs hier. Klapp, klapp, danke. Klepp 1, 2, Klepp, Klepper 2. Slavic Jesus, danke. Okay, droht hier so ein bisschen, ne? Ich glaube, die Stellung ist gut für mich. Der Läufer steht hier ganz schlecht. Ich ruhe hier lang, greife den mit Tempo an. Den Doppelbauern zulassen. Na, will er nicht. Will er nicht zulassen. Jetzt aber lange... Oh, Springer B5. Naja, erstmal lange Rutsche verhindert die kurze Rochade. Das gefällt mir nicht so gut. Jetzt muss ich nehmen auf die E7. Ja, er muss zurücknehmen. Und dann spiele ich Turm E1. Worüber überlegt er? Turm oder Turm D2, ne? Oder Turm E1, ist egal. Letztendlich Wumpe. Na. Er geht zurück. Springer C4 hier, ne? Greift den E5 an zweimal, das sieht gut aus. Er muss Springer D7 einspielen, um ihn zu decken, ne? Dann habe ich aber Springer D6. Läufer A6. Er nimmt. Ich glaube, wir können so nehmen. Auf die D-Linie drauf. B5. Wow. Nimm, nimm, nimm. Ja, ist klar, er will auf E4 nehmen, aber wie will er denn dann nehmen? Einen Läufer muss er nehmen. Mit dem Springer geht nicht, genau. Und jetzt komme ich aber nach D7 rein. Glaube ich. Okay, Turm E1 ist auch ein Zug. Oder Turm D7. Ich habe nicht so viel Zeit. Okay, ja doch, ich habe ein bisschen Zeit. Turm E1. Springer F6, aber ich habe nicht so den super Abzug, ne? Mal Turm D7, König F6, Springer G4, ja, das sieht gut aus. Das sind ein bisschen viele Bauern. Ja, kann nur nach F1, das bringt ihm nichts. Nehmen wir auch noch weg. Hier gibt es keinen Schach. Ja. Ja, Turm G1 ist die Idee. Hat er übersehen. Figur weg. Tschüss. Feierabend. Naja, er gibt nicht auf. Scheiß drauf. Figur mehr. Ja, er wird jetzt aufgeben, denke ich. Ja. Okay. Dieses Endspiel ist ausgeglichen, ist eine häufige Variante. Ja, E5 weiß ich nicht. E5 ist, glaube ich, hier nicht so doll. Springer F3. Man kann sogar auf E5 nehmen, sagt die Engine hier. Mann, was kriege ich denn so viel? Ja, ich spiele es jetzt nicht perfekt, aber ich stehe immer besser hier. Interessanterweise Springer G4 gar nicht so gut. Er droht natürlich den hier. Tremmel TV, danke für den Sub.
Springer B5 hier. Mit der Idee. Turm D7. Ja, das sind komische Züge. Die Idee ist hier zu nehmen und dann Springer D5. Wenn er hier nimmt. Nee, was sind die Ideen? Ah, hier nehmen und dann ist hier. Ja, das ist eine sehr komplizierte Variante, ne? Spielt ja kein Mensch sowas. Okay, ich nehme hier raus. Und jetzt ist mehr oder weniger ausgeglichen, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Vorteil hier. Ja, B5 ist nicht so gut. Turm D8, sagt die Engine. Ja, die Sache ist, wenn ich hier nehme, dann hängt am Ende der E4. Also ich drohe gar nicht so viel. Na, Aber der ist hier jetzt. Ja, Turm D7, Springer G4. Jetzt stehe ich aktiv. Jetzt macht er einen Fehler. Wieso ist er nicht dahin gegangen? Den Decken. Springer E5, König A6. Das hatte ich berechnet. Ich habe Vorteil, aber jetzt nicht gewinnbringend direkt. Aber er gibt mir einfach hier schnell einen Bauern. Und dann noch einen Bauern. Ja, jetzt ist verloren. Er kommt nicht nach F2. Turm H5 ist hier wirklich ein sehr, sehr guter Zug von mir. Einfach weil ich den drohe und den. Und er dachte wahrscheinlich, ich nehme den B5. Wollte den B5, aber ich will den E5. Den E4. Er hätte hier wegziehen müssen. Dann deckt er beides. Dann habe ich aber den. Und habe jederzeit Turm E2, um den zu decken. Ne? Und habe einen fetten Freibauern hier. Also das ist natürlich schön gewonnen hier.